Alternative Mobilitätskonzepte sind in aller Munde. Zu Recht. Denn der Staat hat es in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt, die Infrastruktur, insbesondere den Straßenbau, entsprechend der Bevölkerungsentwicklung auszubauen. Nun hatten wir unlängst eine Debatte im Bundestag über die Zulassung von sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeugen. Gemeint sind Elektro-Tretroller, E-Scooter und Hoverboards. Konkret ging es um die Frage, ob man diese Fahrzeuge auch auf Geh- und Fußwegen zulassen sollte. Im Prinzip gibt es gegen Elektroroller und E-Scooter nichts einzuwenden. Allerdings kann man mit diesen auf über 12 Kilometer beschleunigen. Das ist ungefähr die Geschwindigkeit eines geübten, schnellen Joggers. Jogger an sich sind jetzt nicht die große Gefahr für andere Fußgänger, weil sie abrupt stehen bleiben können. Aber wenn sie das nicht könnten und mit einem anderen Fußgänger frontal zusammenstoßen würden, was dann passiert, kann sich jeder selbst ausmalen. Das hätte sehr unangenehme Folgen für alle Beteiligten. Soweit so gut. Das klingt jetzt alles sehr plausibel, werden Sie sagen. Was hat das mit den Elektrorollern zu tun? Nun, die besagten Tretroller können leider nicht abrupt abbremsen und haben einen Bremsweg von mehreren Metern. Deswegen vertreten wir als AfD-Fraktion die Ansicht, dass man diese Roller besser nicht auf Fußgängerwegen zulassen sollte. Wir wollen eine sichere, funktionierende Mobilität für die Bürger dieses Landes. Das ist kein Fortschritt. Was Sie machen, ist einfach nur gefährlich für Fußgänger und alle anderen Verkehrsteilnehmer. Und deshalb sind wir auch dagegen. Vielen Dank. Diverse Verbände und Expertengutachten teilen diese Sicherheitsbedenken und sind ebenfalls der Ansicht, man sollte bitte die Fußgänger und Passanten nicht unnötig gefährden. Vollkommen klar, gesunder Menschenverstand, werden Sie jetzt sagen. Naja, das sehen nicht alle so. Aus einem fast schon zwanghaften Reflex raus gegen alles und jedes, was die AfD-Fraktion im Bundestag vorschlägt und einbringt, haben sich die etablierten Parteien auch diesen scheinbar harmlosen, vernünftigen Vorschlag der AfD schlecht geredet, belächelt und verspottet. Das, was Sie, sehr geehrter Herr Spanierl, hier vorhin gesprochen haben, bei uns sagt man, das ist Blödsinn hoch drei, gehört in die Heute-Show und nicht in den Bundestag. Wir danken unserem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, dass er die Verordnung für Kleinstfahrzeuge mit Haltestange auf den Weg gebracht hat und dass diese Fahrzeuge voraussichtlich ab Sommer dieses Jahres auf Gehradwegen und auf der Straße fahren dürfen. Keine zwei Wochen später vollzieht Verkehrsminister Scheuer eine 180-Grad-Wendung und möchte aus Sicherheitsbedenken keine Roller auf Gehwegen zulassen. Wir danken dem Bundesverkehrsminister für seine Einsicht und seine Zusammenarbeit und stellen diesmal erfreut fest, AfD wirkt, warum nicht gleich so? Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.